Früher war ich gerne am Attersee zum Tauchen. Heute würde ich eher hinfahren, um Bier zu trinken. Und das mache ich jetzt zumindest virtuell. Es gibt ein Bier von der Bierschmiede. Und was es für eins ist, das verrate ich euch alles, wenn ihr dranbleibt. Fein, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und Lust habt auf ein Bier, wo es uns heute an den Attersee treibt. Und diejenigen von euch, die sich so ein bisschen in der österreichischen Bierlandschaft auskennen, die wissen ganz genau, wenn es an den Attersee geht, dann kann es nur um eine Brauerei gehen und zwar um die Bierschmiede von Mario Scheckenberger. Eine der Brauereien, die, glaube ich, 2014 gegründet wurden und spätestens seitdem Stammgast auf dem Stockerl bei der Austrian Beer Challenge, also der österreichischen Staatsmeisterschaft, der Hobby- und gewerblichen Brauer ist. Und der Mario legt da wirklich immer Dinge vor, wo man sagt, puh, also das musste ich erst mal trauen. Er hat ein super Standardsortiment, von dem er, glaube ich, so ja Brot- und Butterbier, kann man das Ganze nennen, von dem er lebt. Und kann dann aber sich die Freiräume schaffen, auch schöne experimentelle Biere zu machen. Wobei, das heutige ist, glaube ich, gar nicht so experimentell. Es ist das Werk Nummer 6, Dörrzwetschge, in der 2021er Edition. Und ich muss an der Stelle erstmal ein Dankeschön rauslassen an den Peter von der Hopfologie, der aus der Gegend kommt und der das Bier irgendwo im Supermarkt aufgerissen hat. Also hätte auch tatsächlich an den Supermarkt Samstag passen können. Aber er hat dann schnell rumgetickert, ob er es mir schicken sollte. Wir hatten da einen kleinen Austausch von ein paar Bieren. Ich sagte, bitte, bitte, bitte. Es ist immer schwierig für mich, an diese Biere ranzukommen. Und da ist es, das Fruchtbier Dörrzwetschge Edition 2021 mit einem Rufzeichen, was immer das auch heißen mag. Einzigartig in Österreich, die Zwetschgen werden in einer Original-Dörrhütte am Biobauernhof Dickerl in Steinbach, also das ist am Attersee, gedörrt und dem Bier zur Gärung zugegeben. Eine feinfruchtige Rauchnote bereichert dadurch das Malzaroma. Und jetzt kommen wir kurz zu den technischen Daten. 5,5 Volumenprozent Alkohol, Gerstenmalz ist drin und das ist leider auch schon alles, was wir hier über dieses Bier rausfinden konnten. Da ist der Mario abgebildet hier als Bierschmied. Aber wirklich richtig gute Biere. Steinbach am Attersee, ich glaube beim Tennisclub, beim Lokal. Ich war selber noch nie da. Schande über mein Haupt. Aber das ist auch so ein Projekt für 2022. Ja, dann würde ich sagen, rein damit in... Oh, schaut mal hier. Was hat denn das für eine schöne Zwetschgenfarbe schon? Ja, wenn ich ein Zwetschgenbier machen würde, dann würde ich ihm genau diese Farbe geben. Es ist so, ja, Kupferzwetschgen, rot, rötlich, ein Fingerbreit eines schönen, feinen Schaums, der schön am Glas hängen bleibt, schön gleichmäßige Trübung auch und schöne kräftige Kohlensäure auch drin. Also und jetzt glaube ich im Aroma können wir uns mal entspannt zurücklehnen und auf Zwetschge freuen, oder? Ja. Ich muss ja sagen, es gibt so ein paar Fruchtsorten, mit denen macht man mir in Bieren relativ automatisch einen Gefallen. Das ist die Banane im Weißbier. Das ist aber auch alles, was mit Zwetschge zu tun hat. Ich bin ein Riesenfan, ob Kuchen oder wie gesagt im Bier oder als Saft. Also da kann man mich immer mit locken. Insofern bin ich heute wahrscheinlich etwas voreingenommen. Man möge mir das nachsehen, aber ich liebe das einfach. Aber die angekündigte Rauchnote ist auch mit da. Und eine, ja, Süße, die so ein bisschen in Richtung Honig geht. Also da ist wieder mal was geboten fürs Geld und ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Ja, also was vorher in der Nase noch dezent war, was die Rauchnote angeht, die ist schon, also man muss rauchige Sachen mögen. Sagen wir es mal diplomatisch. Also das ist schon eine ordentliche Rauchnote, die da aus dem Glas jetzt auf die Zunge rauskommt. Schönes helles Malz, Honig, Zwetschge. Schön vollmundig das Bier. Die Zwetschge auch nicht zu kräftig im Fruchtgeschmack, sondern ist eher begleitend. Was mir persönlich ganz gut gefällt bei Fruchtbieren, die nicht so ein Slap in the Face sind, wo man sich einfach nicht mehr vor der Frucht aufs Bier konzentrieren kann oder wo die Frucht das Bier dann in Wahrheit auch schon ein bisschen am Verdrängen ist.
Schon ein bisschen Karamell dabei, schön floral, kräutrig. Wenig Hopfen, ehrlich gesagt auch. Und eine leichte Säure, die ja eher auch typisch für das Thema Zwetschge ist. Also hat ja auch so, die Frucht hat ja eine eigene leichte Säure mit dabei. Doller mittlerer Körper, lebhafte Kohlensäure, die kommt jetzt richtig auf. Von der Textur her so zwischen glatt und so leicht ölig angesiedelt und hinten im Nachtrunk. Es bleibt eine leichte Honignote da, wobei ich trotzdem sagen würde, dass das Bier ein bisschen trockener wird. Dadurch kommen auch die Rauchnoten nochmal ein bisschen zur Geltung. Der Gaumen und auch der Mundraum gewöhnt sich ein bisschen dran. Leichte Bittere kommt jetzt auf und die Fruchtigkeit für die Zwetschge, die bleibt natürlich. Also richtig, richtig geiles Zeug. Und es sind so diese Biere, wo man sagt, habe ich noch nie gehabt, kann ich jede Menge von vertragen. Und insofern gibt es für das Werk Nummer 6, die Dörrzwetschge Edition 2021, also offensichtlich gibt es da jedes Jahr oder zumindest schon mehrmals, eins gibt es vom ProbierTV 4,5 Punkte. Für das Werk Nummer 6, die Dörrzwetschge Fruchtbier aus dem Hause der Bierschmiede. Und dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr andere Zwetschgenbiere kennt, die ihr mir empfehlt. Ich werde sehen, dass ich sie auf den Kanal bringe. Und damit schicke ich euch in die Nacht. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.